Hallo und Grüße hier auf meinem kleinen Kanal. Heute machen wir einen 9mm Schreckschuss-Kartuschentest. Mein Dank geht dabei an den Schrotti aus dem CO2-Aquarium. Der hat mir bei der Organisation geholfen. Und dann sehen wir uns jetzt gleich mal die Kartuschen an. Wir haben hier mit einer Messingkartusche die S&B, die Walter und die Gecko-Munition. Mit einer Stahlkartusche und Messingbeschichtung die Fjocchi, die Urknall, die Codex und die Victory-Munition. Mit Stahlkartuschen die Titan, die GSG, die Steelblitz, die Skullfire und auch die Blackblitz, wobei die Blackblitz noch eine schwarze Brünierung oder Beschichtung hat. Und das Ganze zeige ich jetzt nochmal eine kleine Grafik, wo ihr die Durchmesser seht. Da wäre zum Beispiel die S&B zu erwähnen und auch die Urknall, die doch ein bisschen variieren im Durchmesser. Das ist nicht so schön. Auch interessant ist die Gecko-Munition, die, so viel kann ich schon verraten, nicht die stärkste Munition im Test ist, aber durch die Untermaßigkeit trotzdem gar nicht mal so schlecht funktioniert in den Waffen. Ja, also hat mich überrascht. Das ist jetzt vielleicht, also ist zumindest meine Theorie, dass es an der Untermaßigkeit der Kartuschen liegt, dass die doch auch einigermaßen läuft. Und welche hätten wir noch zu erwähnen? Ja, die Blackblitz, diese hier. Wie gesagt, der hat ja diese schwarze Beschichtung, die variiert zu den anderen Probeda-Kartuschen eben auch damit, dass sie etwas dicker ist. Das dürfte wohl eben diese schwarze Beschichtung darauf sein und ist eben auch ganz interessant. Jetzt blende ich euch nochmal die Preise dazu ein. Ja, was halten wir da? Die S&B mit 20 Euro, das ist schon sehr, sehr heftig. Bei der Walter mit 14 sage ich mit Messing, Kartuschen und wenn sie gut funktioniert, ist okay. Bei der Gecko, die ist eigentlich relativ günstig für die Kombination aus Messing und doch sehr, sehr hochwertig wirkende Qualität, also ist um 11 Euro absolut okay. Was nicht so schön ist, ist die GSG 9, die Probeda-Munition. Also man sieht schon, die liegt normalerweise um die 10 Euro, die kostet 15, wobei, ja, ich muss auch sagen, die Preise, das sind die Preise, die ich bezahlt habe. Also es kann natürlich sein, wenn ihr die größere Gebinde kauft oder auch wenn es eine Aktion gibt oder je nach Händler variiert das leicht, aber dass ihr so einen groben Überblick habt. So, das war es jetzt auch schon ganz grob. Als erstes starten wir den Druck- und Mündungsfeuertest. Also das geht ein bisschen parallel. Da habe ich so eine kleine Vorrichtung gebastelt. Das erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. Und nachher gibt es noch einen Praxistest mit der neuen Glock 17 von Omarex. Und dann hoffe ich, dass wir etwas schlauer sind und das sehen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Als Referenz diente mir die Titan-Munition, der ich in jeder Waffe sehr gut funktioniert und die Qualität auch schon einige Jahre hält. Von daher ist das ein ganz guter Anhaltspunkt für die anderen Munitionssorten. Mündungsfeuer war so um die 30 cm und wie ihr gesehen habt, die Munition war sehr gleichmäßig geladen. Dann kam die Skullfire. Die war schon sehr, sehr ungleichmäßig, also da gab es schon ein paar ordentliche Ausreißer. Ich habe dann auch bei Munitionssorten, die sehr ungleichmäßig waren, ein paar Tests gemacht. Das ist ja nicht im Video drin. Daher ein paar Striche mehr auf dem Klebeband, also nicht verwundern, wenn ihr da ein paar Sprünge drinnen habt. Mündungsfeuer war so um die 30 cm bei der Skullfire. Als nächstes kam die Steelblitz-Munition, war gar nicht so schlecht geladen, aber auch leicht ungleichmäßig. Das Mündungsfeuer war so knapp über 30 cm, alles in allem ganz solide. Zu meiner kleinen Konstruktion hier, das ist eine Ritti-Schreckschusswaffe mit einem Vierer-Abschussbecher, die eben ein Stahlblech beschleunigt, das auf einer drehbaren Achse sitzt und so den Druck und auch den Schalldruck sichtbar machen soll. Und auch die GSG hier hat sich ganz ordentlich geschlagen, war auch leicht ungleichmäßig. Mündungsfeuer war leicht unter 30 cm, aber alles in allem im guten Mittenfeld platziert. So, dann haben wir die Victory-Munition. Die war stark und gleichmäßig, war eine kleine Überraschung für mich. Die war in den letzten Jahren etwas problematischer, aber hier wirklich tadellos. Mündungsfeuer über 30 cm, alles in allem eine sehr, sehr schöne Leistung hier von der Victory-Munition. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie ein Sportkommentator. Ich hoffe, es stört euch nicht. Als nächstes haben wir die Codex, die war auch relativ gleichmäßig. Mündungsfeuer auch über 30 cm. Ja, gehört auch hier zu den Probedas dazu. Also die Probedas sind ja im Allgemeinen nicht ganz so gleichmäßig. Alles in allem hat die gut funktioniert. Und ja, wie gesagt, platziert sich ja auch im Mittelfeld. Kleine Überraschung war die Blackblitz, die war wirklich stark geladen, gleichmäßig geladen, großes Mündungsfeuer, insgesamt wirklich eine ordentliche Munition. Was man von der nächsten jetzt hier nicht unbedingt sagen kann,
weil jetzt kommen wir zur Gecko-Munition. Und die war ja doch leicht überraschend. Also die war halb so stark wie die anderen Munitionssorten. Dafür relativ gleichmäßig. Mündungsfeuer war da, aber auch nicht ganz so wie bei den anderen. Hat auch geklemmt in der Waffe. Von daher bin ich mit der Gecko jetzt nicht so unbedingt zufrieden. Dann kommen wir zur nächsten Mission, der Walter. Die ist auch über die letzten Jahre, sage ich ja, fast gereift. Die ist immer relativ anständig geladen, ist gleichmäßig. Mündungsfeuer über 30 cm oder circa 30 cm. Da kann man eigentlich nichts bekritteln. Dann haben wir die Urknallmunition, die Özkosan. War in den vergangenen Jahren mein Liebling. Die hat leider stark nachgelassen. Sie ist zwar immer noch sehr gleichmäßig, aber sie ist schwächer geworden und auch das Mündungsfeuer hat stark nachgelassen. Von daher schade, das hatte ich mir doch etwas besser erhofft. Dann gehen wir zur italienischen Sorte, dem Fiocchi. Die waren leicht ungleichmäßig. Mündungsfeuer war nicht so berühmt, aber prinzipiell von der Leistung her noch okay. Aber wie gesagt, da haben wir hier im Test wirklich schon etwas Besseres gesehen. Und zum Schluss die S&B der Luxusmarke. Die waren ja gar nicht schlecht geladen, aber machen irrsinnigen Dreck. Da müsst ihr dann dran auch aufpassen beim Schusstest. Die schmeißt so viel Dreck raus, dass es wirklich unglaublich. Mündungsfeuer war praktisch nicht vorhanden. Ja, doch etwas enttäuschend, weil S&B könnte das mit Sicherheit besser. Dann möchte ich euch hier noch überladene Gecko-Munition zeigen. Die war vor 3 Jahren im Umlauf. Ich habe auch hier irgendwie noch eine Schachtel abbekommen. Grandios überladen, klemmt in der Waffe, alles was man sich vorstellen kann. Ja, also da müsst ihr bitte vorsichtig sein. Wenn ihr merkt, ihr habt so eine, solltet ihr mal gar nicht mehr verschießen. Hier ist nochmal das Ergebnis in der Übersicht. Jetzt geht es weiter mit dem Schusstest in der Glock von Omarex. Jeweils ein Magazin. Ich lasse das Ganze mal unkommentiert durchlaufen und wir hören uns zum Schluss zum Fazit nochmal. So, jetzt haben wir viel hintereinander gesehen, das müssen wir natürlich etwas aufarbeiten. Ich lasse auch meine persönlichen Erfahrungen mit einfließen.
Aber wir fangen mal mit der schlechteren Munition an. Das wäre die SOB-Munition, ist A, sauteuer und B, verursacht irrsinnig viel Dreck, die gleichzeitig auch Störungen verursacht. Also es ist so, als wenn du nach jedem Schuss eine Handvoll Sand in die Waffe schüttest. Und ja, was soll man noch sagen, Mündungsfeuer ist klein und die Munition ist einfach nicht gut. Verstehe ich nicht, weil S&P kann es eigentlich, aber ist von daher nicht empfehlenswert. Und dann hätten wir auch gleich noch die Gecko-Munition, die wir eigentlich vom Preis her ganz gut, Verarbeitung wäre auch gut, aber ist einfach zu schwach geladen oder überladen. Noch schlimmer, müsste eigentlich schon aus dem Handel sein, die überladene Munition, aber ich möchte gar nicht wissen, wie viele Schreckschusspistolen da draufgegangen sind, wo es die Besitzer gar nicht wissen, dass die überladen ist, weil du merkst schon, die hat Bums, aber du merkst nicht, wie stark das die überladen ist. Also ich jetzt vor dem Test hier auch nicht geglaubt, ich habe das schon registriert und wollte das testen und nach dem Test war mir eigentlich gar nicht mehr gut, dass ich das in meiner Konstruktion abgeschossen habe. Also von daher keine Empfehlung für die Gecko-Munition. Als nächstes hätten wir die Urknall- oder die Özkosan-Munition. Die war meine Empfehlung beim letzten Test, hat leider nachgelassen, ist nicht mehr ganz so gleichmäßig, Mündungsfeuer ist kleiner geworden, genauso wie bei der Fjocki-Munition, da gibt es auch ein kleineres Mündungsfeuer und ist einfach auch nicht so zuverlässig, die Fjocki, von daher nicht mehr vorne mit dabei. Überraschend war für mich die Probierer-Munition, früher immer wahnsinnig ungleichmäßig und eigentlich so ein bisschen eine Problem-Munition. Liefert hier mit der Victor, mit der Black Blitz die stärkste Munition ab, ist noch immer leicht ungleichmäßig, teilweise je nach Fabrikat und Chargennummer, aber insgesamt eine deutliche Steigerung. Also früher wären wir froh gewesen, wenn es in dieser Qualität ausgeliefert werden würde. Von daher ist das hier so, ja, mein Platz 2, die Propeder-Munition und in allen Abarten, die es noch produziert und vermarktet und unter welchen Namen es die auch immer noch gibt. Dann kommen wir zu meinem Favoriten, der Dieter-Munition. Die seit Jahren ist eigentlich immer sehr, sehr gleichmäßig, hat guten Druck, hat sehr schönes Mündungsfeuer und ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr, sehr interessant und vor allem auch überall erhältlich. Also Umrex hat da wirklich ein sehr, sehr gutes Vertriebnetz, von daher bekommt man die wirklich fast überall. Auch gut, wenn es Messing sein soll, ist die Walter auch seit Jahren gleichmäßig. Guter Druck, schönes Mündungsfeuer, gibt es nichts zu bekritteln, auch eine solide Patrone. So, ich hoffe, das hat euch etwas geholfen. Vielleicht lasst ihr mir auch ein Abo und einen Kommentar, einfach um mich ein bisschen zu unterstützen. Und ich sage euch, ich habe bei diesem Video gelitten. Es waren irrsinnig viele Schnitte. Mein Schnittprogramm hat mich im Stich gelassen. Und ich hoffe, ihr honoriert das ein bisschen, weil es war echt eine Qual, so viele Munitionssorten zu testen. Aber ich sage trotzdem, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis bald.